So, ich habe jetzt Feierabend, bin jetzt gerade zu Hause angekommen. Ungefähr 17 Uhr haben wir jetzt. Nee, Quatsch, 16:30 Uhr haben wir. Ja, ich mache mich jetzt fertig, gehe duschen, dann esse ich was. Der Ofenkäse ist schon im Ofen, das heißt, ich gehe schnell duschen und danach kann ich den Ofenkäse schön verzehren. Und dann gucken wir mal, was der heutige Tag so bringt. So, damit der Tag richtig ballert, Wasser, Level up. Und da kommen jetzt 3 Löffel rein, 1,5 Liter. Ah, damit ich heute auch genug Energy habe für den ganzen Tag, ne? Schütteln. Fertig. So, ich habe mir jetzt gerade zum Feierabend einen Ofenkäse gemacht. Es hat einfach absolut nicht geklappt. Diese Klappen hat nicht geklappt. Das ist der erste Ofenkäse, den ich mir mache, also selber mache. Dieses Klappen hat nicht geklappt. Das ist einfach auseinandergebröckelt so. Und das sieht irgendwie. Na, ich bin mal gespannt, ob das schmeckt. Eieiei. Also es schmeckt absolut beschissen. Wenn irgendjemand von euch guten Ofenkäse kann, ladet mich ein. Ich habe das gerade hier versucht mit diesem Brot zu unterrühren. Aber ich habe irgendwas falsch gemacht. Wenn jemand guten Ofenkäse kann, ladet mich ein. Ich bin sofort dabei. So, ich habe doch noch nicht ganz Feierabend. Ich muss meine Mutter jetzt zur Arbeit fahren. Deswegen bin ich nach Hause gedriftet. Und dann muss ich nochmal 2, 3 Stunden arbeiten. Aber dann habe ich Feierabend. Ich bin schon umgezogen, ich habe mir meine Badehose angezogen und jetzt testen wir heute, wie lange ich tauchen kann bei uns im Pool. So, das ist unser Pool, da springe ich jetzt rein und dann gucken wir, wie lange ich es schaffe zu tauchen. So, der Pool ist eisekalt. Ich kriege wahrscheinlich viel weniger Luft, weil man ja, wenn es kalt ist, schlechter Luft bekommt. Wir probieren es trotzdem, es ist wirklich, wir gucken mal. Hier ist das Ding, wir haben es ja, knappe 19 Grad. An der Wasseroberfläche, ne? Das heißt unten, der Pool ist ja, wie ihr wisst ja, 1,20 oder so, 1,40. Unten ist ja viel, viel kälter. Wir probieren es jetzt. Let's go. Der Hund hat auf jeden Fall auch Bock. Guck mal, wie der mal reagiert, wenn ich untertauche. Jetzt Achtung. Sam? Ich hoffe, man hat es gesehen, weil ich war ja unter Wasser. Okay, das Experiment hat gezeigt, man kriegt in kaltem Wasser echt sehr, sehr schwierig Luft. Es ist ja gar nicht so kalt, es ist jetzt 19 Grad das Wasser. Aber man kriegt echt schwer Luft in dem Becken. Wir müssen das irgendwann nochmal probieren in einem Schwimmbad oder wenn es ein bisschen wärmer geworden ist, weil im Sommer mit Folie wird das Wasser so bis 26, 27 Grad. Und dann probieren wir das Ganze nochmal, weil jetzt diese 20 Sekunden, die ich unter Wasser war, das war ja nichts so, wenn ich überlege, ich schaffe, ich bin ja Rettungsschwimmer und ich schaffe 40 Meter, habe ich glaube ich geschafft. Ich muss 25 Meter schaffen, tauchen und ich habe 40 Meter geschafft, das ist ungefähr eine Minute, anderthalb unter Wasser. Das heißt, wir probieren das Ganze nochmal, wenn es ein bisschen wärmer ist. Na gut, dann ziehe ich mir eben mein Ganzkörperkondom an und dann gehen wir Gassi. So, das hier ist mein Ganzkörperkondom, Leute, so ein Jumpsuit. Der geht einfach quasi so von oben bis unten, ihr kennt das ja, mit Söckchen. Ja, beste Leben. Da ziehe ich jetzt Schuhe drauf an und dann gehen wir einfach so Gassi. Draußen ist gar nicht frisch, aber es ist so kuschelig. Leute, es gibt nichts Geileres als kuschelige Sachen. So Leute, es gibt nichts Schöneres wie ein Feierabendspaziergang mit seinem besten Kollegen, einem Jumpsuit und einer Pulle Bier. Jetzt auch ein Schluck Bier. Bier? Willst du einen Keks? Oh. Wenn man so eine Live-Map machen würde, ne? Wo ich laufe, wo der Hund läuft. Bei mir einfach so den Weg entlang gerade und bei ihm links, rechts, links, rechts, links, rechts. Zwei Süßen sind wieder zu Hause. Und läuft er mir vorbei, hallo? Okay, wir gehen jetzt hoch in meine Wohnung. Da ist die Treppe zu meiner Wohnung und dann ja, setzen wir uns am PC. Das ist meine Wohnung. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt noch ins Wohnzimmer von meinen Eltern und gucke mit meinem Vater Bundesliga. Und dann kommt meine Mutter auch von der Arbeit. Und dann gibt es, glaube ich, was von McDonald's. Und dann lege ich mich auch schon ins Bettchen, weil morgen ist wieder ein langer Tag.
Deswegen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis morgen um 20 Uhr.